Wo kommen Sie gerade her? Ich komme gerade von einer Veranstaltung mit unserer Bundeskanzlerin. Es ging in dieser Veranstaltung um die Digitalisierung in Deutschland. Und zwei Unternehmer aus meiner Region waren dort auch zu Gast. Und wir haben gerade noch ein Bild mit der Kanzlerin gemacht. Und hat gut geklappt. Ich freue mich. Volles Programm also. Sozusagen. Wo ist es gerade heißer? Im Bundestag oder jetzt hier bei der schwülen Luft vorm Bundestag? Naja, mein Eindruck ist, gefühlt ist es im Moment im Bundestag heißer. Wir haben ja nun in der letzten Sitzungswoche noch eine sehr brisante Debatte, die ganz Deutschland aufregt und beschäftigt. Uns natürlich auch als Abgeordnete. Und insofern, die Woche hat es in sich. Wie ist bei Ihnen persönlich die Stimmung? Machen Sie dann auch innerlich drei kleine Kreuze, wenn die Legislaturperiode geschafft ist? Oder bedauern Sie, dass es schon vorbei ist? Naja, sowohl als auch, würde ich sagen. Also ein Wahlkampf ist immer eine Ausnahmesituation, persönlich, politisch. Und das muss gut vorbereitet sein. Das kostet viel, viel Kraft. Das ist nicht der tägliche Politikbetrieb. Das muss man überstehen, das muss man durchhalten, da braucht man Kraft für. Und man ist immer froh, wenn man es geschafft hat, ganz klar. Aber es ist halt auch sehr, sehr spannend und sehr, sehr lehrreich. Und insofern hat jede Zeit etwas für sich, sowohl... Oh ja, jetzt werden wir hier gleich vom Fahrrad laufen gefahren. Also jede Zeit hat was für sich, sowohl die des alltäglichen Politikbetriebes im Bundestag, als auch der Wahlkampf und natürlich auch das Gefühl danach, dann auch die Erleichterung, dann doch wieder etwas mehr durchatmen zu können. Sie hatten gerade schon Wahlkampf erwähnt und das macht man ja dann auch im Wahlkreis. Jeder Wahlkreis ist natürlich besonders, aber was ist das ganz Besondere an Ihrem Wahlkreis, der ja mehr oder weniger gleich am Südostzipfel von Berlin anfängt und dann nach Brandenburg runtergeht? Genau. Das Besondere an meinem Wahlkreis ist, dass wir eine sehr große Vielschichtigkeit haben in den Regionen. Wir haben die sehr verflechteten, engeren Zentren in Berlin-nahen Regionen. Wir haben einen großen ländlichen Raum. Es ist ein großer Flächenwahlkreis, den ich hier im Bundestag vertrete. Wir haben den wunderschönen Spreewald. Also wir haben alles, was die Menschen zum Leben brauchen in unserer Heimatregion. Und ich bin sehr stolz, diese Region hier vertreten zu dürfen. Wie sind Sie zur Politik gekommen? Schon als Kind. Ich komme aus einer politisch sehr interessierten Familie, wurde frühzeitig für politische Fragen sensibilisiert und mit dem Fall der Mauer war für mich dann am Ende auch der Moment da, wo ich mich dann immer intensiver auch mit Politik, mit politischen Prozessen beschäftigt habe. Die Nachwendezeit war etwas, was auch mich als Kind sehr geprägt hat und mich am Ende dann auch zur Politik gebracht hat. Und Sie waren auch schon mal Mitarbeiterin im Bundestag bei Abgeordneten? Genau. Ich habe Politik studiert, bin dann über ein Praktikum hier in den Bundestag gekommen, habe dann als studentische Mitarbeiterin hier gearbeitet, nach dem Studium als Referentin. Ja, und so meine ersten Erfahrungen hier in dem Hause aus Mitarbeitersicht gesammelt. War es damals auch schon so ein Wunsch, dass Sie mal als Abgeordnete dann auch hier tätig sein wollen? Oder kam das erst nach und nach dann? Es war eine Vorstellung, die ich mir nie zu träumen gewagt habe, okay, so muss ich es sagen. Es war ein Ziel, was für mich in ganz weiter Ferne war, was so wunderbar irgendwo war, dass ich es nicht für möglich gehalten hätte. Und Politik ist oftmals von Zufällen geprägt, von Glück. Man kann das nicht vorhersagen, man kann es auch nicht planen. Und am Ende ist es so gekommen und ich freue mich darüber sehr und versuche hier seitdem auch meinen Dienst für die Menschen vor Ort zu leisten. Jetzt ist das ja Ihre erste Legislaturperiode als Abgeordnete. Sie kannten dann den Bundestag ja schon von innen, aber was hat Sie als Abgeordnete am meisten überrascht in den ersten Tagen? Überrascht. Also besonders herausfordernd war natürlich die veränderte Lebenssituation, der man ab dem Moment gegenüberstand. Man ist eine Person des öffentlichen Lebens, wenn man in die Berufspolitik geht. Und die Frage, wie man sich verhält, was man sagt, wie man sich gibt, ist eine andere, als wenn man als Privatmensch auftritt. Mhm. Aber was die politischen Abläufe anbelangt, die parlamentarischen Abläufe, die kannte ich ja auch durch meine berufliche Erfahrung schon sehr gut. Und insofern hatte ich da schon einen enormen Wissensvorsprung gehabt. Sie sind jetzt Mitglied im Ausschuss Arbeit und Soziales. Ja. War das auch ein Themenfeld, in dem Sie immer tätig sein wollten? In dem ich auch schon tätig war. Ich war für einen großen Wirtschaftsverband vorher einige Jahre tätig und mir hat an diesem Themengebiet immer gefallen, dass es dass man für einen Ausgleich zwischen wirtschaftlicher Stärke und Solidarität arbeitet. Mhm. Und diesen Ausgleich halte ich für existenziell für beide Seiten. Und dafür arbeite ich und deswegen war das, wenn Sie so wollen, auch ein Wunsch von mir, in diesem Bereich tätig sein zu dürfen. Wenn Sie jetzt zurückblicken, wie fällt Ihre Bilanz aus? Was wurde im Ausschuss
auf den Weg gebracht, umgesetzt. Sind Sie da zufrieden? Nein, ich bin nicht zufrieden. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales ist ein Ausschuss, in dem sicherlich die größten Geldmengen in der Bundesrepublik bewegt werden. Und es ist auch ein Ausschuss, in dem sich manchmal auch viel Ideologie gegenübersteht. Auch in einer Koalition. Und das macht es schwer, auch eigene Ziele, eigene Ideale durchzusetzen. Es ist ein, wenn Sie so wollen, ein sehr umkämpfter Ausschuss, in dem sehr viel gekämpft, gestritten wird, mehr als in anderen Fachbereichen. Es reibt einen sehr auf und manchmal verärgert es einen, auch manchmal ist man auch frustriert. Und ich habe natürlich in dem Ausschuss in dieser Legislatur schon ein paar Gesetze mitgemacht. Das große Rentenpaket zu Beginn der Legislatur, der Mindestlohn, erst kürzlich die Veränderungen bei der Zeitarbeit. Das waren alles Gesetze, wo ich mir mitunter schon gerne auch andere Akzente gewünscht hätte. Aber zu einer Koalition gehört am Ende eben auch, den Kompromiss mitzutragen und ihn zu akzeptieren. Das war für mich eine ganz persönliche, besondere Erfahrung, auch in dieser Legislatur, zu verstehen, wie Politik dann am Ende wirklich geschieht, passiert, vonstatten geht. Ja. Dass es um die Mehrheiten geht letztendlich. Dann. Das ist Demokratie. Das ist richtig. Ja. Blick nach vorne Richtung Wahlkampf. Wird es dieses Jahr anders sein als noch vor 4 oder 8 Jahren, beziehungsweise vor 4 Jahren bei Ihnen? Wenn ich das wüsste, dann könnte ich in die Zukunft schauen. Ja. Ich denke, natürlich, ich glaube, jeder Wahlkampf ist anders. Mhm. Ne? Das kann man schwerlich miteinander vergleichen und über einen Kamm scheren. Der Vorteil, den ich natürlich jetzt habe, ist, dass ich seit 4 Jahren in der Region präsent war, dass ich viel gearbeitet habe für die Menschen und dass ich hoffe, dass sich das auch auszahlt. Freuen Sie sich drauf, wenn es losgeht mit der heißen Phase? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich selber stehe sehr, sehr gerne immer im Kontakt mit den Menschen und auch außerhalb des Wahlkampfes selbstverständlich, aber jetzt natürlich noch mehr. Und ich freue mich sehr auf die Gespräche auf den Marktplätzen und das ist einfach eine schöne Sache und das gibt mir Kraft für die Arbeit. Bei schönem Wetter ist es ja auch eine schöne Region, wo es absolut Spaß macht, auf Marktplätzen zu sein. Genau. Vielen Dank für die 400 Meter. Die letzte Bitte. Gibt es noch jemanden aus Ihrer Fraktion, den oder die Sie empfehlen würden für ein weiteres Interview? Mit mir in der Hoffnung, dass wir es noch bis zum September hinbekommen. Also ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Es gibt einen sehr netten Kollegen aus der sächsischen Landesgruppe, den Marian Wendt, der kommt aus Nordsachsen. Ist ein ganz junger, dynamischer Mann, der versucht auch viel für seine Heimatregion zu bewirken. Und ich glaube, mit dem sollten Sie sich mal unterhalten. Fragen wir ihn mal an. Vielen Dank. Dankeschön.